Guten Morgen aus Amerika, aus Virginia. Hier ist Monika. Und der Titel meines Videos heute soll sein Ignorieren oder Aufstehen. Ich habe von unserem guten Freund Matt Presti heute Morgen diese wunderbare Post auf Facebook gesehen, wo es um tyrannische Regierungen geht. Und Amerika hat ja seinen Pluto Return, das heißt, es ist eine zweite amerikanische Revolution im Moment im Gange. Und ich kann das aus eigener Erfahrung im Moment sagen, dass diejenigen, die wach sind und diejenigen, die sich jetzt aufgemacht haben, sich wirklich zu engagieren für die Freiheit, dass das wirklich lebendig wird im Moment hier. Ich habe viel aus Deutschland von vielen Channels und Bewegern die Botschaft erhalten, dass Amerika angeblich energetisch tot ist. Ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleben in den Kreisen, wo ich mich bewege, dass es ein ganz neues Verständnis gibt, dass unsere Freiheit jetzt wirklich, aber auch weltweit, wirklich in Frage gestellt wird. Und ich bekomme immer mehr ein Gefühl dafür, was diese amerikanische Idee eigentlich wirklich ist. Es findet viel Zerstörung statt, es findet auch viel Wahnsinn statt, aber ich kann das auch überall jetzt auch in Deutschland auch von hier aus sehen. Also da muss man doch unterscheiden zwischen dieser zerstörenden Kraft, dieser satanisch-diabolischen Kraft, aber auch an der anderen Seite sehe ich auch diese spirituelle Wiedergeburt, eine Hinwendung zu Gott und eine Hinwendung zum Spirituellen anstatt zum Materiellen. Ich möchte diesen Post gerne teilen mit euch, weil ich finde, dass jeder jetzt für sich die Frage beantworten muss, ignoriere ich oder habe ich den Mut aufzustehen gegen die Verhältnisse, die ich im Moment antreffe. Matt Presti schreibt hier, es hat noch nie eine Regierung gegeben, die sich nicht gegen ihr Volk gewandt hat. Es reicht nicht, die Regierung einfach zu ignorieren. Man muss ihre Macht neutralisieren, bevor sie einen mit ihr tötet. Ein Volksaufstand ist historisch gesehen das wirksamste Mittel, um diese Macht zu unterdrücken. Eine Macht, die Tyrannen am meisten fürchten. Eine Machtdemonstration, wenn man so will. Hier kommt der Begriff abgesetzt ins Spiel, wenn ein Tyrann aus der Macht vertrieben wird, weil er ein vereintes Volk fürchtet, das er einst terrorisierte. Und wenn sich Einzelpersonen in seine Reihe einreihen, ist das sehr schnell vorbei. Denn kein guter Patriot strebt nach Macht über andere, sondern danach, diese Macht in Schach zu halten, damit zukünftige Generationen gedeihen können. Da er weiß, dass sein Land sicher ist, kann er sich wieder seinen Geschäften widmen, bis er wieder gebraucht wird. Er hat kein Interesse daran, jemanden zu begieren, zu regieren. Das magische Denken geht davon aus, dass sich Regierungen in Luft auflösen, wenn genügend Menschen sie einfach ignorieren. Hunderte Millionen toter Menschen dachten im letzten Jahrhundert dasselbe und sie lagen alle falsch. Lasst euch also nicht täuschen und denkt euch, dass die Menschen seien so weit fortgeschritten, dass sie sie einfach in Ruhe lassen könnten. Warum zum Teufel sollten diese Kreaturen dann in Regierungen ignorieren? Sie sind Raubtiere und sollten als solche behandelt werden, und zwar mit äußerster Vorsicht. Für diejenigen, die sich zusammenschließen, um sich selbst Freiheiten und Rechte gegenüber den Königen, Päpsten und Regierungen der Erde zu verleihen, wo der einzelne König ist und die Tyrannei des Kollektivs fest im Schach gehalten wird, wird es freie, wahre Freiheit geben. Darin wird der fruchtbare Boden gefunden, auf dem Genie in den Herzen der Menschen entstehen kann. Es wird Selbstbestimmung, Würde und das echte Streben nach Glück geben, das dem Willen und Verlangen der Seele jedes einzelnen Menschen entspricht. Wo darüber hinaus im Gegenteil erbärmliche Knechtschaft, Unfreiheit und Leiden herrschen, angetrieben vom Wahnsinn der Tyrannei
und der selbst auferlegten Sklaverei des Mobs, der Massen. Macht euch darüber mal Gedanken, auch vor allen Dingen diejenigen, die denken, dass sie nur durch Meditieren und durch Wunschdenken alles wegignorieren können und glauben, dass sich dieses schon von selbst erledigt und man das Ganze ausdörren kann. Es braucht jetzt unsere Solidarität zueinander, um auch wirklich gemeinsam zu zeigen, dass wir im Zusammenhalt zusammenstehen als Volk. Nicht als Kollektiv, wie man es vom Kommunismus von uns erwartet, aber gemeinsam immer mehr Menschen, auch als Individuen, zusammenstehen und zusammen wissen, wer der gemeinsame Feind ist. Ich weiß, dass es wirklich Political Correctness nicht erlaubt, zu einer Kraft sich zusammenzutun und auch seine Macht zu demonstrieren. Aber ich glaube, es ist jetzt daran, dass wir wissen, dass es jetzt sein muss, denn sonst wird die Tyrannei uns übernehmen. Und ich glaube, das können wir uns in diesem Fall nicht mehr erlauben. Wenn man in Amerika lebt, dann kriegt man ein anderes Gefühl für die Dinge. Und ich wünschte, denjenigen von Deutschland, die nichts als negative Prognosen für Amerika haben, sich darauf zu besinnen, dass es auch um ihre Freiheit geht. Wenn Amerika die Freiheit erringt, dann wird die ganze Welt frei sein. Die dunklen Mächte, die bis jetzt die sogenannte Freiheit von Amerika durch ihr militärischen, industriellen Komplex alles zerstört haben und ihre sogenannten Demokratien übereinführen wollten, hat nichts mit der originalen amerikanischen Revolution der Freiheit und der Würde für alle Menschen zu tun. Das möchte ich gerne nochmal betonen, denn es geht jetzt um die originale, gottangedachte Verwirklichung des Planes für die gesamte Menschheit und diesen Planet. In diesem Sinne entlasse ich euch mit ein paar Gedanken. Also schaut, wo könnt ihr euch arrangieren und wo könnt ihr jetzt wirklich in die Aktion treten. Und schaut euch nach Gemeinsamkeiten um und kommt zusammen, organisiert euch und gemeinsam können wir dann alles wirklich zu einem Guten bringen. Eure Monika aus Virginia.